Hallo. Für viele meiner Kunden ist es ein Problem, dass die User in Microsoft Teams selbstständig Teams anlegen können, ohne jede Kontrolle, ohne jede Steuerung und ohne Genehmigungen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, die Anlage von Teams zu verbieten und wieder zurück in die IT zu spielen. Das heißt, wenn ein User ein Team anlegen möchte, muss er das über ein Helpdesk-Ticket machen und das Team über die IT anlegen lassen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, das Ganze automatisiert zu führen und das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Wir haben hier einen Test-User, die Megan Brown, und wenn wir jetzt hier schauen, dann kann die Megan Brown nur an einem Team teilnehmen, das heißt, sie sieht öffentliche Teams oder sie kann einem Team mit einem Code beitreten. Die Megan kann aber kein Team selbstständig anlegen. Wenn die Megan ein Team anlegen möchte, dann hat die Megan einen Prozess dazu. Ich habe diesen Prozess in meiner Testumgebung über Microsoft Forms gemacht. Wenn Sie bei sich ein anderes Workflow-Tool haben, wenn Sie Matrix 42, Firestart oder ähnliche Tools haben, kann das, was ich Ihnen hier jetzt über Forms und Azure Logic Apps zeige, selbstverständlich in Ihrem Tool genauso umgesetzt werden. Das heißt, die Megan kann jetzt hier ein Team anfordern. Sie fordert das Team Verkauf Wien an. Weil es notwendig ist für das Management von Teams, dass ich zumindest immer einen Owner habe, verlangen wir in dieser Testfirma, dass es einen zweiten Owner für das Team gibt. Hier habe ich mir die Mailadresse dieses zweiten Teammembers vorbereitet. Das heißt, die Megan muss einen zweiten Owner angeben für dieses Team und eine Teambeschreibung. Für die Verkaufssteigerung. Und jetzt fordert die Megan über dieses Formular ihr Team an. Ich möchte, dass der Manager oder die Managerin von der Megan der Anforderung des Teams zustimmt. Das ist in unserem Fall die Miriam Graham, die ist die Managerin von der Megan. Ich habe hier jetzt den Mail-Account der Miriam. Und die Miriam bekommt jetzt eine Mail, wo drinnen steht, dass die Megan Bone die Anlage eines Teams mit dem Namen Verkauf Wien unter Beschreibung für die Verkaufssteigerung angefordert hat. Der zweite Owner ist die Miriam, also sie selber. Wir verrechnen auch 2 € pro Monat für das Team. Und die Miriam hat jetzt die Chance, das zu approven oder zu rejecten. Und in dem Moment, wo die Miriam das Team approved, läuft im Hintergrund der Workflow weiter. Und das Team Verkauf Wien wird angelegt und es wird automatisch so konfiguriert. Das heißt, ich habe jetzt hier das Team Verkauf Wien. Wenn wir in die Teamverwaltung gehen, dann sehen wir, dass die Miriam und die Megan Teil des Teams sind. Das heißt, obwohl die Megan kein Team anlegen kann, ist das Team Verkauf Wien angelegt. Der zweite Punkt, der immer wieder für Diskussionen sorgt, ist das Sharen mit Externen. Ich persönlich halte das für eine sehr gute, wichtige Möglichkeit, verstehe aber, dass es hier Unternehmen gibt, die sagen, sie wollen nicht, dass Teams mit Externen automatisiert von jedem geshared werden können. Das heißt, in dieser Firma, wenn die Megan jetzt sagt, sie möchte zum Beispiel den Christian at Decker-Home als externen hinzufügen, dann sehen Sie, funktioniert das nicht und die Megan ist nicht in der Lage, einen externen User in ihr Team einzuladen. Aber auch hier kann die Megan anfordern, dass sie einen Gast hinzufügt. Sie muss hier den Namen des Teams nehmen. Da nehmen wir Verkauf Wien, das, was wir vorher gerade angelegt haben. Und sie möchte hier den Christian Decker von der Firma Decker Home mit der E-Mail-Adresse christian@deckerhome.at hinzufügen, weil es so super ist.
Also die Begründung ist natürlich jetzt sehr wichtig. Auch das schickt die Megan wieder ab. Auch hier muss in unserem Fall wieder der Manager bestätigen. Das ist in dem Fall wieder die Miriam. Wenn sich hier andere Workflows haben, kann man das natürlich jederzeit einbauen. Man sieht, in dieser Mail habe ich jetzt nur die Mailadresse und nicht den Namen genommen. Aber auch hier stehen wieder die Dinge. Die Miriam approved das. Und wenn wir jetzt in den Hintergrund schauen, wir haben hier noch keine Gast-User. Wenn ich das jetzt refreshe, dann sehen wir, dass wir immer noch keine Gast-User haben. Dann sehen wir, jetzt ist der Gast-User angelegt. Das heißt, der Christiane Decker Home, das ist auch ein Office 365 User, ist jetzt als Guest invited. Und wenn wir in das Team Verkauf Wien jetzt hineinschauen und das Team verwalten, das dauert ein bisschen, bis dieser Gast jetzt hier in dem Team drinnen ist. Das ist ein Prozess, der nicht Realtime ist, sondern der im Hintergrund läuft. Wenn wir uns aber diesen User anschauen, dann sehen wir, dass dieser User jetzt Teil des Teams Verkaufs Wien ist und hier auch zugreifen können. Das kann jetzt ein bisschen dauern, wie gesagt, bis der Gast erscheint. Wir werden jetzt darauf nicht warten. Aber so können Sie sowohl das Anlegen von Teams als auch das Hinzufügen von Gästen relativ einfach automatisiert erstellen. Dahinter Workflows bauen. Sie können die Zusage von Gästen auch über Ihre Security-Abteilung oder wen auch immer führen. Und haben so die Kontrolle, die eine IT braucht, mit dem Self-Service, das sich die User wünschen. Wenn Sie nähere Infos haben wollen, lesen Sie mehr auf meinem Blog www.derdecker.at oder kommen Sie zu uns zur ACB. Wir helfen Ihnen hier gerne. Dankeschön.